Mein Name ist Martin Kiebner. Ich bin selber Kampfsportler seit meinem 6. Lebensjahr. Habe die letzten Jahre im Nationalteam gekämpft und 2005 den Verein hier gegründet. Und seit der Gründung haben wir sehr erfolgreiche Leistungssportler, genauso wie Freizeitsportler hier im Verein. Der heißt Boxing 3 Gym und befindet sich im ehemaligen Apostelbad in Wien-Landstraße. Hier powern sich Manager genauso wie Lehrlinge und Kinder richtig aus. Beim Boxen, Kickboxen und Thai-Boxen. Profi Martin liegen aber ganz besonders die jungen Sportler am Herzen. Speziell Jugendliche, die halt in dem Teenageralter sind, wo es halt eben Probleme gibt und oft Konflikte mit Gewalt gelöst werden. Da probieren wir halt speziell anzusetzen und mit denen gerade als Kampfsportler, dass man nicht einfach hinschlägt, sondern dass man mit anderen Mitteln und Werten Probleme löst. Fights mit fixen Regeln und Respekt für den Gegner ersetzen Straßenprügeleien. Ein Konzept, das aufgeht. Beim Training hier geht nicht darum, wer am meisten schlägt und seine Schläge auch beim Gegner landet, sondern man versucht eher, dass beide gegenseitig voneinander lernen. Egal ob nur zum Fitwerden oder für den nächsten Wettkampf. Beim Training gehen Martin und Kollege Tobi auf jeden ihrer Schüler ein. Die sind mehr als zufrieden. Sehr gut. Warum? Weil sie zwei Trainer sind, die meiner Meinung nach jeden Kampf extrem weiterbringen. Das ist einfach ein Grund, sie haben einen komplett unterschiedlichen Stil. Das heißt, wir haben einen Martin, der technisch sehr versiert ist, sehr viele verschiedene Kampfsportarten gemacht hat und da sehr viel Erfahrung einbringen kann. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite in Tobi, der eher eine Gewichtsklasse höher oder zwei höher ist und größer und sehr aggressiv und kraftvoll auch das Training anlegt. Was sofort auffällt, im Boxing 3 Gym sind viele Frauen. Für die 17-jährige Yal ist Boxen ein Sport wie jeder andere. Natürlich, jetzt machen es mehr Männer, aber es ist auch für Frauen sehr im Kommen und ich finde, das ist absolut kein Problem, wenn Frauen boxen. Das ist ganz normal und jeder sollte sein Ding durchziehen. So wie Yal. Erst vor kurzem holte sich die fesche Schülerin den Jugend-Europameistertitel im Thai-Boxen. Die Europameisterschaft hat uns alles sehr gefreut, weil es war halt eben sehr viel Teamarbeit bei den Trainern und es war halt jetzt mal der Höhepunkt von diesem Jahr und probieren wir darauf aufzubauen. Und das könnte bei den Olympischen Sommerspielen in London klappen, wenn erstmals Frauenboxen auf dem Programm steht. Wir drücken fest die Daumen.